Und ich begrüße euch zum Let's Play Resident Evil 4. Und lange ist es her, dass ich mal wieder ein Let's Play aufgenommen habe. Bei Norki ist es jetzt vielleicht einen Monat her und bei Kingdom of Games, keine Ahnung, ein halbes Jahr. Aber jetzt habe ich hier ganz, ganz viele Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, wie viele diese Videos jetzt schauen oder wie viele einfach so abonniert haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass es ein paar Leute sind, die ja großen Spaß haben werden. Hier kommt jetzt erstmal ein Intro. Soll ich das wegdrücken? Komm, das drücken wir weg. Das, was jetzt kommt, das sehen wir alles im Spiel. Wie geht das Six jetzt? years have passed since that horrendous incident. Ja, schön. So sind wir wieder zurück. So, ich werde das ganze Spiel mit der Tastatur spielen, habe kein Mauspatch drauf. Das hat aber auch einen Grund. Man kann kein Mauspatch drauf machen, wenn man einen HD-Patch für dieses Spiel installiert. Ja, und leider Gottes will ich das Spiel aber viel, viel schöner haben, deswegen habe ich mir einfach diesen HD-Patch drauf gemacht und kein Mauspatch. Und damit sind eigentlich die Förmlichkeiten jetzt erstmal zu Ende gesagt worden und ich könnte eigentlich starten. Ich hoffe mal, ich habe schon auf Aufnahme gedrückt in der Audiospur. Ja, wird schon passiert sein. Ich drück jetzt mal einfach ganz stumpf auf Normal und wir hören uns das Intro an. Resident Evil 4.1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You. Who are you, really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Freezing. So cold all of us are in. Must be my imagination. Sorry it took so long.
Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. So, nachdem wir diese schlecht übersetzten Texte gelesen haben, von der englischen Sprache übersetzt ins Deutsche, möchten wir auch mal gleich mal beginnen. Vorerst möchte ich hier wieder ein bisschen was sagen. Die eine, die gerade am Telefonat war, ist Hunnigan. Sie unterstützt uns ein bisschen mit ein paar Telefonaten, um ein bisschen aufzuheitern, ein bisschen zu sagen, dass unser Leben eigentlich gar keinen Sinn hat und wir eigentlich nur die Tochter des Präsidenten retten sollen. Aber wir versuchen mal trotzdem unser Leben hier lange zu halten. Hier sind ein paar Krähen. So, und erstmal, unsere Kumpels haben wohl keinen Bock mitzukommen, das ist mal ein geiler Job hier, mal ein bisschen im Auto rumzusitzen. Ich frag dir, was da abgeht. Huh. Forget your makeup or something? Wenigstens sehe ich nicht so aus wie du, ja. So. Mit dem HD-Patch gibt es manchmal kleine Grafikfehler, aber so sieht das so viel, viel besser aus als ohne HD-Patch. So, würde ich sagen, geh mal los. Schau mir den HD-Patch an. Ja, müsste ich anhaben. So. Vögel, die geben mir schon nichts. Doch, die geben mir ein bisschen Geld, aber lass mir jetzt in Ruhe. Das Spiel spiele ich natürlich nicht. Ich habe auf jeden Fall Ahnung, was ich da rede. Ich habe auf jeden Fall Ahnung, was ich jetzt tue. Da ist ein Lastwagen, da komme ich nicht vorbei, weil ich in dieses Haus muss. Und den Typen da drin. Naja, aber gehen wir erstmal rein und versuchen unser Glück. So. Hallo? Schöne Schuhe. Hallo, Mister. Hallo. Excuse me. Sir? Unfreundlicher Herr. Nee, Ali. Nun mal. Kennst dies? Boah, ist der hässlich. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Ey, 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 ey! Leck mich doch! Freeze! I said freeze! Halt, stopp! Jetzt komm ich! Bam! Ah. What the fuck? Da gehen wir gleich mal hin. Shit. Nix shit. Erstmal telefonieren wir mit unserer Freundin. Hallo. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Könnt ihr euch noch dran erinnern, was ich gesagt habe, mit unser Leben hat keinen Sinn mehr? Oh. Naja, bevor hier... Ich meine, wir können uns ja trotzdem nicht umgucken. Am Tisch klebt irgendwas Vergammeltes. Sieht aus, als hätte jemand hier vor kurzem gegessen. Und Feuer? Im Feuer brennt etwas, aber ich erkenne nicht was. Ganz groß. Ganz, ganz groß. Holz. Da ist ein Schrankwand. Was ist eigentlich mit der Leiche? Okay, wahrscheinlich mit der Leiche hier. Er ist kein Zombie. Nee. Geht hier was ab? Oh, ist das eklig. Ich hoffe, Ashley geht's gut. Ja, das hoffe ich auch mal, Leon. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen hoch und versuchen, Ashley zu finden. Ashley! Also hier drin ist sie nicht. Da ist ein Fenster. Springe ich mal. Komm, wir springen mal durch. Jump and run!
Macht mal einen ruhigen Mensch. Gastfreundlichkeit ist bei euch nicht groß geschrieben. Alter. Bäm, 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 bäm. Weihnachtsmann in Dünn und du auch. Okay, Aiming hab ich auch drauf. KD1. Ach, dann ist er auch schon tot. KD3. Huhu. War das nicht der 3? Also KD4. Wow. Geht da richtig zur Sache hier. Wir gucken mal, was mit unseren Kollegen. Ah, da qualmt was. Und die Brücke. Nicht die Brücke. Ob der noch fährt? Doch. Detailliertes Feuer, muss ich sagen. Gehen wir mal weiter. Und seine Haare wehen immer mehr in den Wind. Schönes Ding. Komm, wir gehen mal durchs schöne Gras hier. Wir gucken uns mal ein bisschen die Landschaft an. Ich meine, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Ich finde, das ist wie ein schöner Ausflug in Spanien. Munition liegt ja auch einfach rum. Grünes Kraut werden wir hier auf jeden Fall noch sehr, sehr oft brauchen. Und das wird auch uns sehr oft verfolgen. Und ich habe mal Let's Play gestartet. Hier seht ihr das eine. 3 Stunden habe ich gespielt. Überschrieben, ich werde bis... Was? 11 Minuten nehme ich schon auf. Ich bereue es jetzt schon, überschrieben zu haben. Da ist schon wieder eine Krähe. Guck mal, was passiert, wenn ich drauf schieße. Bam! Oh, was Rotes. Rotes bedeutet immer Munition. Handgranate. Scheint eine Art Warnung zu sein. Ich habe ein ungutes Gefühl. Nein, ein kaltblütiger Hund! Beweg dich nicht! Den retten wir mal. Wir haben dann was noch. Ist gut bei Ihnen. Werdet ihr noch früh merken. So, jetzt mach ich ab. Arschtritt! Oh, weg ist er. Geisterhund. Da ist eine Bärenfalle. Da ist ein Busch, da ist ein Bäumchen. Was haben wir hier? Auf dem Wegweiser steht Piplo Pueblo. Sagen wir mal Pueblo. Das hört sich schon episch an. Da haben wir so ein paar Leine, wenn da einer drückt. Wer ist denn er? Ey, Juri! Was geht da? Als Haus! Macht schon mal runter! Oh. Aiming! Ob der runterfällt? Und immer ein Messer, das spart Munition, das ist gut. 1100 Pesas. Pesas ist hier drin, oder Pisas. Ist die Währung von dem ganzen Spiel. Was haben wir da drin? Da drin ist Kena. What the fuck? Ich begrüße Sie. Sexuelle Diskriminierung gibt's hier wohl nicht. Ich muss sie schnell finden. Sexuelle Diskriminierung. Jetzt habe ich nicht gelesen, wie viel da drin war. Nix. Ja, ich bin doch da, Mensch. Guck mal, hallo. Zahnarzt. Dich mach mal kalt. Und du. Ach, du bist auch schon tot. Ihr seid ja langweilig. Die Leichen bleiben noch da, liegt aber daran, dass die irgendwie epischer sind als sie, die später kommen. Guck mal, da unten die ganz spannend ist ja. Na gar nichts. Oh, komm mit drin. Über die Hürden. Ach, da drin ist einer. Ey, Hans. Was geht da? What's up? Du hast Lala-Ohren. Was ist denn? Na ja. Doch, Fenster! Nix, Lord Sattler. Den werden wir auch noch kennenlernen. Das ist auch ein ganz schön großer. So, hätten wir noch irgendwas anderes im Inventar? Was anderes scheint hier nicht zu sein. So, nachladen.
So, und bevor es hier weitergeht, werde ich auch wieder einen kleinen Stopp machen. Liegt einfach daran, dass ich ein paar Parts haben möchte, ja? Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Resident Evil 4.